المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. طيب، das ist nächste, was der Autor rahimahullah erwähnte. Und zwar die Angelegenheit des Imams. Das erste war, die erste Grundlage der Sunna hier war die Angelegenheit des Qadrs. Das zweite ist die Angelegenheit des Imams. Und zwar sagt er, der Iman ist Aussage und Tat. Er nimmt zu und wird verringert. Und die Aussage nützt einem nichts, außer mit den Taten. Und die Taten nützen einem nichts. Also es gibt keine Taten und Aussagen, außer wenn man dabei die Absicht hat. Und die Aussage und Taten mit der Absicht nützen einem nichts, außer wenn sie übereinstimmen mit der Sunna. So haben wir hier die Aussage. Der Iman also ist Aussage. Und mit der Aussage ist die Aussage des Herzens gemeint und die Aussage der Zunge. Und mit den Taten sind die Taten des Herzens, die Taten der Zunge und die Taten der Körperglieder gemeint. So haben wir also die Aussage. Denn der Autor sagt, Iman ist Aussage und Tat. Er sagt nicht mehr als das. Der Iman ist Aussage und Tat. Doch was ist mit Aussage gemeint? Die Aussage der Zunge und die Aussage des Herzens. Und der Iman besteht aus Taten und die Taten sind die Taten der Zunge, die Taten des Herzens und die Taten der Körperglieder. Und er sagt, Yazidu yanqus. Er nimmt zu und nimmt ab. Und dass der Iman zunimmt und dass er abnimmt, das weiß jede Person von sich selber. Wenn er in die Moschee geht, wenn er zu den Wissensrunden geht, wenn er gute Taten verrichtet, dann merkt er, dass sein Iman steigt. Doch wenn er sich vom Wissen entfernt und von der Moschee entfernt, und weil er über das Sünden begeht, dann merkt er, dass sein Iman sinkt. Also weiß dies jede Person von sich selber. Was die Aussagen der Salaf in der Definition des Imans betrifft, so erwähnt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dass die Salaf manchmal sagen, der Imam besteht aus Aussagen und Taten, so wie Imam Humaydi es hier getan hat. Und manchmal sagen sie, er besteht aus Aussagen, Taten und der Niyyah. Und manchmal sagen sie, er besteht aus Aussagen, Taten, der Niyyah und dem Befolgen der Sunna. Und sie sagen, dass die Aussagen mit der Zunge und der Glaube im Herzen und die Taten mit den Körpergliedern ist. Und Jerusalem sagt, all diese Definitionen sind authentisch. Nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, Humaydi sagt so, Bukhari sagt so, der sagt so, also haben sie Ikhtilaf in der Aqida. Weil, was ihr euch sicher sein könnt, die Salaf haben keinen Ikhtilaf in der Aqida. Ihre Aqida ist, Alhamdulillah, die ein und dieselbe Aqida. Und es gibt kein Ikhtilaf in der Aqida. Doch ihre Definitionen sind in Wirklichkeit kein Ikhtilaf. Weil, Sheikh Hussam erklärt es, er sagt, فَإِذَا قَالُوا قَوْلٌ وَعَمَلٌ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْقَوْلِ قَوْلُ الْقَلْبِ وَلِسَانِ جَمِيعًا. Er sagt, wenn sie Aussagen und Taten sagen, so geht in die Aussage des Herzens und der Zunge rein. وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ لَفْظِ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ وَنَحْوُ ذَلِكَ إِذَا أُطْلِقَ. Das ist gemeint mit Aussage. Sie erwähnen nicht alles einzeln, weil mit Aussage ist die Aussage des Herzens und der Zunge gemeint. وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ أَرَادَ قَوْلَ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ. Also wer von den Salaf sagte, der Iman ist Aussage und Tat, wie Humaydi, rahimahullah, so meint er damit die Aussage des Herzens und der Zunge. Passt auf, weil ich werde euch danach fragen. Er sagt also, der Iman ist Aussage und Taten. Und damit wollten sie die Aussage des Herzens und der Zunge. Und mit den Taten wollten sie die Taten des Herzens und der Körperglieder. Und wer Al-I'tiqad wollte,
Yani das, was im Herzen geglaubt wird, ra'a anna al-lafz al-qawl la yufham minhu illa al-qawl al-zahir. So dachte er, dass wenn man Aussage sagt, damit nur die äußerliche Aussage gemeint ist. Oder er fürchtete sich, dass yani dies verstanden wird, und hat dann noch i'tiqad, der Glaube im Herzen, hinzugefügt. Aussage und Taten und der Glaube im Herzen. Yani damit diese Angelegenheit klar ist. Damit niemand was anderes davon versteht. Und wer sagte Aussagen und Taten und Nie, sagte, die Aussagen beinhalten den Glauben. Und die Aussage der Zunge, also Aussage, meint sie damit das, was im Herzen ist und was auf der Zunge ist. Und die Taten ist das, yani die Taten ohne die Nie. So haben sie noch spezifisch die Nie erwähnt. Und wer noch das Befolgen der Sunna hinzufügt in der Definition des Imams, weil all dies nicht von Allah geliebt wird, außer wenn man der Sunna folgt. Alle Taten, alle Glaubensinhalte, alle Aussagen, sie werden von Allah Azza wa Jalla nicht geliebt, wenn sie nicht übereinstimmen mit der Sunna. وَأُولَٰئِكَ لَمْ يُرِيدُ كُلَّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ إِنَّمَا أَرَادُ مَكَانَ مَشْرُونَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ. Aber die anderen, die nur Aussagen und Taten sagten, hatten mit ihrer Absicht, dass natürlich nur die Taten und Aussagen gemeint sind, die übereinstimmen sind mit der Sunna. ولكن كان مقصودهم الرد على المرجع. Sagt doch, sie beabsichtigten, die Murji'a zu widerlegen. الذين جعلوا قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل. Weil die Murji'a sagen, der Iman ist Aussage. Und der Iman ist Glauben im Herzen. Oder Glauben im Herzen und Aussage. Und die Gelehrten der Selle, sie fügen die Taten hinzu, weil die Taten vom Iman sind. Und weil sie damit die Murji'a widerlegen. Und diejenigen, die Ahlus Sunnah Murji'a nennen, sind die Khawarij. Und wenn wir lernen, dass der Iman aus Aussagen und aus Taten besteht, so sind wir frei vom Irja, wie der Wolf frei vom Blut von Yusuf war. So ist dies die Aqida der Salaf, worauf sie sich geeinigt haben. Und die Imam al-Bukhari sagt, ich habe von 1080 Gelehrten des Hadithes geschrieben und alle haben gesagt, der Iman ist Aussage und Taten, er nimmt zu und er sinkt. Das ist auch etwas, was uns von den Murji'as unterscheidet. Weil die Murji'a, bei ihnen steigt der Iman nicht und sinkt auch nicht. Sondern bei ihnen ist der Iman eins. Dein Iman und der von Abu Bakr und der von Jibril, alles sind gleich. Aber bei Ahlus Sunnah nimmt der Iman zu und verringert sich auch. Und jedenfalls sagte Bukhari, لم أكتب إلا من قال الإيمان قول عمل. Also ich habe von niemandem geschrieben, außer wer sagte, der Iman ist Aussage und Taten. Und dass der Iman steigt, haben wir im Koran, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. Wenn ihnen seine Verse verlesen werden, so steigt es ihren Iman. So ein klarer Argument vom Koran, dass der Iman steigt. Zadatuhum imana. Ich weiß nicht, wie man dann die Angelegenheit, dass der Iman steigt, nicht akzeptieren kann. Und mein Tee ist kalt geworden. Wenn dies sogar im Koran erwähnt wurde. Und dass der Iman sich verringert, wo haben wir einen Beweis dafür? Da haben wir jetzt Beweis genannt, dass der Iman steigt. Wo haben wir einen Beweis, dass der Iman sich verringert? Hier wird nicht erwähnt, dass er sein Iman steigt, sinkt. Ah, Talib ein. Das ist ein Argument. Ein weiteres Argument, wo sogar das Wort Naqs erwähnt wird. لم أرى ناقصات العقل والدين. In der Gesandte عليه الصلاة والسلام
sagte, ich weiß nicht, ob ich das aussprechen soll, sonst werden die Frauen wütend. Der Gesandte aus ihm sagte, Naqisat al-Aql wa Din. Er nannte die Frauen Naqisat al-Aql wa Din, yani, dass sie Mangel haben in ihrer Logik und in ihrer Religion. Und der Mangel in der Religion ist ein Beweis, dass der Iman sinkt. Weil der Naqs in der Religion ist Naqs im Iman. Und dies ist abhängig von ihren Taten. Denn wenn die Frau entschuldigt ist und ihr Gebet nicht beten kann, dann ist dies ein Mangel in ihrer Religion. Das ist ein Beweis, dass der Iman zunimmt mit guten Taten und dass er sinkt mit dem Unterlassen oder mit den schlechten Taten. Und Abdul Razak al-San'ani sagte, so wie im Kitab al-Sharia von al-Ajurri, und unser Sheikh al-Bukhari, Hafidullah, sagte, der Isnad ist sahih. Abdul Razak sagte, ich hörte Malik und Auza'i und Ibn Jurayj und Athawri und Ma'amr, also alles A'imma, der Salaf, als sie sagten, der Iman ist Aussage und Taten oder besteht aus Aussage und Taten, er nimmt zu und er sinkt. Und diejenigen, die den Iman oder in den Angelegenheiten des Imans widersprechen, sind diejenigen, die sagen, dass der Iman Ma'arifa ist, die Kenntnis, yani, dass man Allah anerkennt oder dass man Allah kennt, und das sind die Jahmiyya. Und andere sagen, der Iman ist der Glaube im Herzen, und das sind die Murji'a. Sie sagen, nur dass du im Herzen glaubst, das sind die Murji'a. Und andere sagen, dass der Iman nur die Aussage mit der Zunge ist. Also, auch wenn es nicht in deinem Herzen ist, solange du es mit deiner Zunge aussprichst, bist du ein Gläubiger, und dies sind die Karamiyya. Und die dritte Aussage ist, dass der Iman Aussage ist und Glaube im Herzen, aber sie haben die Tat nicht erwähnt, und das sind die. Aber welche Murji'a? Murji'atul Fuqaha. Das waren die Murji'atul Fuqaha, und diese Aqidah hat auch Imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, rahimahullah, von seinem Lehrer Hamad ibn Abi Sulaiman genommen. Das waren also die Murji'atul Fuqaha, und der Khilaf zwischen ihnen und Ahlus Sunnah ist, dass sie die Taten rausnehmen von Iman, und dass der Iman bei ihnen weder steigt, noch dass er sinkt. Und die Aussage des Autors, dass die Aussage einem nichts nützt, außer mit der Taten, und die Taten und die Aussage nützen einem nichts, außer mit der Absicht, und die Aussagen und Taten und mit der Absicht nützen einem nichts, außer wenn es mit der Sunna übereinstimmt. Darüber sagt er شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو أزاك ديرين دي jetzt alle vier Angelegenheiten erwähnt haben. Sie sagten so wie Sahl ibn Abdullah gefragt wurde, was ist der Iman? So sagt er, Qawlun wa Amalun wa Niyatun wa Sunnatun. Er erwähnt jetzt alle vier Angelegenheiten. Welche vier Angelegenheiten? Qawlun wa Amalun? Niyah? Und das folgende der Sunnah. Jetzt vier Sachen wurden erwähnt, und Sahl ibn Abdullah sagte, لِأَنَّ الْإِمَانَ إِذَا كَانَ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ فَهُوَ كُفْرٌ. Er sagt, denn wenn der Iman, oder er sagt, nein, wenn der Iman nur aus Aussagen besteht, ohne Taten, so ist dies Kufr. وَإِذَا كَانَ قَوْلًا وَعَمَلٍ بِلَا نِيَّ فَهُوَ نِفَاقٌ. Und wenn es Aussagen und Taten sind, ohne die Absicht zu haben, so ist dies Nifaq. Yani, man arbeitet zwar, aber im Herzen befindet sich keine Nähe für Allah, so ist dies Nifaq, Heuchlerei. وَإِذَا كَانَ قَوْلًا وَعَمَلًا وَنِيَّةً بِلَا سُنَّةً فَهُوَ بِدْعًا. Und wenn es Aussagen, Taten, Nähe ist, ohne Sunnah, was ist es dann? Dann ist es Bid'a, dann ist es Bid'a. Jetzt war dies die Erklärung von diesen vier Angelegenheiten des Imans. Ja.
المصنف رحمه الله والترحم على أصحاب